So, und herzlich willkommen zu einer kleinen Special-Folge. Warum Special-Folge und warum heißt die Folge trotzdem Mindclone? Also, läuft unter der Mindclone-Serie. Zweiteres, ganz einfach deswegen, weil ich nicht weiß, ob ich die gesamte halbe Stunde jetzt dieses Special mache. Was ist überhaupt dieses Special? Ich möchte euch mal einen kleinen Server zeigen. Und zwar gibt es da einen von einem, naja, ich möchte jetzt nicht sagen Bekannten, ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, aber ich kenne ihn durch meinen Server. Und zwar gibt es einen sogenannten Themen-Server, der also kein allgemeiner Server ist, so wie meiner, auf dem man alles machen kann, sondern das ist quasi ein Halloween-Server. Und können wir mal suchen, der heißt so. Und ja. Dieser Halloween-Server, man sieht es schon, da arbeite ich quasi, ich würde nicht sagen, dass ich da mitarbeite, aber ich stehe quasi dem Betreuer, diesen Harry Monroe, tatkräftig zur Seite, wenn er Probleme hat irgendwie, weil er ist zwar ein sehr fleißiger Bauer, hat aber sowas Hosten von Server und Interpretieren von Fehlermeldungen und so angeht, ist er noch nicht ganz auf dem grünen Draht, sondern entscheidet sich noch zwischen dem roten und dem blauen Draht. Und dementsprechend will ich ihm da so ein bisschen tatkräftig zur Seite. Was war das gerade für eine Analogie? Ich habe keine Ahnung. Ein bisschen zur Seite stehen. Und ja. Dementsprechend schauen wir da jetzt einfach mal vorbei. Und gucken mal, was das für ein Server so ist. Quasi so ein bisschen so als Promo-Aktion, keine Ahnung. Um den Server auch mal ein bisschen bekannt zu machen, weil Harry ist sich irgendwie so ein bisschen, er möchte im Forum keinen Thread dazu machen und dementsprechend fehlt dem Server quasi ein bisschen so Bekanntheit, und weil ich da halt auch mitmache, habe ich so gedacht, kann ich auch mal bei meinen Let's Plays den Server mal ein bisschen zeigen, weil er ist tatsächlich relativ schön. Deswegen gehen wir doch jetzt einfach mal rein. Zum ersten Mal, wie man gerade sieht. Also ich war da natürlich schon öfters on, aber halt als Walker. Und jetzt gehen wir mal als Ronix ran. Und dadurch, dass zwei Spieler on sind, ist Walker wahrscheinlich, ist Harry wahrscheinlich auch mit on. Gucken wir mal, wer da noch so rumtummelt. Ja, man merkt, ich war mit dieser Session bisher auf dem Server noch nie unterwegs. Deswegen musste ich jetzt gerade erstmal die ganzen Texturen ziehen, weil auf dem Server ist alles modifiziert. Er hat quasi, das ist auch ein bisschen das Problem bei dem Server. Das ist ja wie gesagt ein Halloween-Themen-Server, und damit es halt wirklich alles so schön Halloween-mäßig ist und ein bisschen so kindergespenstisch ist, weil Halloween ist ja nicht wirklich gruselig, sondern eher so kindergruselig, also so dieses verspielte, ängstliche, sag ich jetzt mal. Und dazu musste er halt sehr viele Mods anpassen und hat aber als Grundlagen für seine Arbeit sehr, sehr alte Mods genommen, teils. Und das Problem dabei ist, dass viele Mods, die er als Grundlagen für seine Mods genutzt hat, noch aus der Zeit stammt, wo mein Test noch so in der 0.4er Versionshistorie war. Und er selber betreibt aber den Server auf mein Test 5. Und dementsprechend gibt es halt viele Mods, die API-inkompatibel sind, weswegen es da auch ab und zu mal ein paar Probleme gibt. Und halt auch so hat er Mods, die noch wesentlich älterer sind. Und dadurch muss er halt alles per Hand aktuell halten, pflegen, Fehler suchen und so. Und er kriegt das gut hin. Also der Server läuft stabil, aber er läuft halt nicht 24/7, sondern ab und zu stürzt er auch schon mal ab. Und ja. Man merkt also, der Server hat noch ein paar Kindheitskrankheiten, was aber bei so einem Projekt ganz normal ist. Einfach weil er halt alles handnachgearbeitet quasi hat. Also handbearbeitet. Wie gesagt, die meisten Mods hat er nicht selber erstellt, sondern wie gesagt, vorhandene Mods umgeändert. Was wir auch gleich sehen werden, sobald wir raufkommen, weil alleine die Texturen sind alle komplett, ich sag jetzt mal, Neuland. Keine Ahnung, ob er da jetzt vorhandenes Texture Pack irgendwie genutzt hat oder ob er die Texturen selber gemacht hat. Ich schätze mal, er hat da, also keine Ahnung, kann ich ja mal fragen.
Aufnahmezeiten. Aber ich schätze mal schon, er hat dann vorhandenes Texture-Pack genommen und das quasi dann abgeändert. Oder sogar ein originales Texture-Pack genommen, was ich halt einfach noch nicht kenne. Auf jeden Fall, ich kenne die Texturen alle nicht. So, warum hängt er jetzt bei 65%? Köpfchen, Köpfchen, Köpfchen. Mal wieder meine obligatorische Kaffeekanne. Was für ein schönes Wetter draußen. Dicke, fette Wolken, Regen, Herbstwetter. Was Besseres gibt es nicht. Außer vielleicht Kirschblütezeit in Japan. Ich will nach Japan. Ich will nach Japan. Ich sollte mir wieder mein Bart kürzen. Ist quasi wie so ein, wie so ein Filter. Ja. Wenn irgendwelche Leichen drin rumschwimmen oder irgendwelche, weiß nicht, irgendwelches Geröll, wird das von meinem Bart so abgehalten. Was auch mal? 65% und weiter nicht, oder was? Ah, es geht weiter. Sehr schön. Dann muss ja gerade eine Textur gewesen sein im 8K-Format oder so. Tja, wenn er jetzt schon alleine mehr als 5 Minuten gebraucht hat, um das Ding zu laden, dann werden wir wahrscheinlich doch die gesamte Folge auf dem Server verbringen jetzt. Egal. Initialisiere Blöcke. Ja, wie man sieht. Oh, ja. Die benutzerdefinierten Texturen fallen direkt ins Auge. Zum Beispiel grüne Fackeln. Hier ist sowieso alles grün. Also, man sieht später auch, das hier ist quasi, wie gesagt, halt der Spawnpunkt. Sieht man ja. Wir sind ja hier gerade in dem Sinne aufgewacht. Ich besuche den Server gerade unter dem Account zum ersten Mal. Und da sieht man schon, Fackel ist grün. Der Block ist neu, den kenne ich nicht. Rainbow Block. Okay. Das sieht tatsächlich stylisch aus. Der kleine Obelisk. Und man erkennt auch an vielen Orten, welche Mods ihr hauptsächlich als Grundlage benutzt. Vergesst beim Erwähnen nicht die ID, das mit dem Listeneintrag klappt immer. Noch nicht so ganz. Okay. Ja, man hat ja gerade gesehen, wie gesagt, in der Liste habe ich jetzt gerade nach deutschen Halloween-Server gesucht. Das Problem ist, wie gesagt, Server hat noch ein paar Kindheitskrankheiten und ein Problem, was zum Beispiel nicht behoben werden kann oder nicht behoben werden möchte, also wo wir uns irgendwie so ein bisschen problematischer anstellen, ist, dass der Server sich ab und zu nicht in die Liste einträgt. Oder von der Liste nicht akzeptiert wird oder weiß der Geier was, zumindest taucht in der Liste ab und zu nicht auf. Und dementsprechend muss man sich manchmal halt direkt über die IP verbinden. Wenn man sich einmal, also wenn man den Namen einmal gesucht hat und gefunden hat und sich angemeldet hat, dann wird die IP ja in der Liste mit gespeichert. Das ist kein Problem. Das Problem war halt, wenn man noch nie auf dem Server drauf war und zum ersten Mal rauf möchte und die halt dann nicht erscheint, ja, dann braucht man halt eine IP und ja, man hat ja gerade. Bei meinem Anmeldebildschirm des Server hat man ja die IP oben rechts gesehen. Von daher muss man dann diese IP verwenden, in der Hoffnung, dass dann die IP noch gültig ist, weil Harry ist ja genauso wie ich eine Privatperson. Das Problem dabei ist halt, dass sich die IP ab und zu mal ändert. Ja, weswegen die IP, die bei mir gerade erschienen ist, wahrscheinlich nicht ewig gelten wird. Und da das Video wahrscheinlich erst in 50 Wochen online kommt, hat sich die IP bis dann wahrscheinlich schon geändert. Deswegen muss man halt am ersten Mal wahrscheinlich nach dem Namen suchen. Wie gesagt, deutscher Halloween-Server, hat man ja gesehen. Und wie gesagt, sobald man dann einmal drin ist, ist es dann auch eigentlich kein Problem, weil die IP wird dann ja gespeichert. So, wie gesagt, das hier ist die kleine Spawn-Insel. Hier landet man direkt beim Einloggen. Hier gibt es auch schon so ein paar Räume mit so ein bisschen ein paar Gimmicks. Also hier ist erstmal so Treppe in den oberen Stockwerk.
sieht man ja, ist ja zweistöckig. Und dann hat man hier so ein paar leere Räume. Die haben alle noch mehr oder weniger keine Funktion. Und ja, die Fenster sind alle so, die sind alle zerbrochen. Lebt damit. Ihr habt hier immer Durchzug. Und hier unten, die Räume sind halt schon belegt. Und da hat man hier zum Beispiel schon so ein paar Sachen wie so, ja, so kleine Minijobs. Also so Läden halt. Wo man halt Sachen kaufen kann, kennt man ja. Genau. Heißt also, man hat am Anfang schon ein bisschen Gold und kann sich dann zum Beispiel hier ein bisschen, ja, alles Mögliche kaufen. Himbeeren und was hier halt noch so alles gibt. Ist ja nicht der einzige Raum, es gibt hier noch mehr Räume. Ne? Hier zum Beispiel kann man sich zu so Pflanzen kaufen. Was ist das? Rahmen. Okay, das ist natürlich nicht das, was da drin ist. Mulch. Saplings kann man sich holen. Und was ich sagen wollte, viele Sachen sind hier durchaus, was man durchaus erkennt, zum Beispiel an den Ranken und so, von Mindklon inspiriert. Gerade so die ganzen Tiere, daran erkennt man es sehr stark. Die sind halt, hier gibt es halt sehr viele Tiere, die es halt auch in Mindklon gibt, aber halt alle extrem abgeändert. Leider kommt jetzt hier gerade nirgendwo ein Tier. Weil die Tiere hier auf dem Server sehen tatsächlich super witzig aus. Wenn mal eins kommen würde. Da hinten zum Beispiel sieht man ein Zuckerrohr, was hier einfach Candy-Stangen sind, also so eine, diese Zuckerstangen. Ja, ich sag mal so. Lecker. Warum? Hier sind immer irgendwelche Tiere unterwegs und jetzt, wo man mal Tiere zeigen möchte, gibt es keine. Ich glaube das nicht. Vorführeffekt. So, hier haben wir dann auch die Brücke vom Spawn-Bereich. Wie gesagt, das ist die kleine Spawn-Insel. Da steht soweit nur dieses Gebäude drauf. Ah, hier hat man sogar schon ein paar Texturen. So ein paar Gimmicks mit drin. Wie gesagt, ist halt Halloween-Server. Ja. Und nein, das sind keine speziellen Blöcke, sondern jeder Holzblock hat quasi diese animierte Textur, wo dann ab und zu einfach mal ein Auge auftaucht. Also, wie gesagt, der Server hat so seine Eigenheiten. So, hier haben wir dann noch die erste Bahnstrecke. Ah, hier haben wir mal hier. So, und hier sieht man schon, okay, das ist vom Objekt als solches 1 zu 1 das Schaf aus meinem Klon, aber halt komplett angepasst. Ja, soll quasi alles tote Tiere darstellen, wo nur noch das Skelett da ist. Bei den Pferd hier sieht aus wie ein Schimmel, aber nicht die Pferderasse Schimmel, sondern wie ein verschimmeltes Pferd. Ja. Und so gibt es hier halt sehr viele Tiere, die allesamt einfach nur noch rumlaufende Skelette quasi sind. Oh, da hinten ist ein böser, böser Mann. Ne, von vorne sieht der besser aus. Da sieht man die Augen leuchten. Ich weiß gar nicht, habe ich hier. Ne, Fly habe ich hier nicht drauf. Dann haben wir hier nochmal eine Freiheitsstatue. Naja, ich sag mal so ein bisschen eckig, aber das ist so diese Polygon-Grafik aus 1980er Jahren. Tomb Raider sah auch nicht anders aus. ja. So, dann haben wir hier so ein ganz schönes hohes Gebäude. Da weiß ich allerdings nicht, wie ich darauf komme. Muss ich mal ganz kurz gucken, ob es hier einen offiziellen Eingang gibt. Ja, gibt es. Wir können da mal auch in die Liberty Stay Statue reingehen. Well. Tada! Aussicht. Und man sieht auch schon diese Karo-Struktur. Da so ist quasi die gesamte Map hier, also zumindest am Spawn-Bereich eingeteilt. Sprich also, wenn hier jemand spielt auf dem Server und einen Bereich direkt nah am Spawn haben möchte, kann der Harry praktisch einfach direkt ansprechen. Ich weiß nicht, ob es an irgendwelche Bedingungen geknüpft ist, aber hier kann quasi jeder so ein Rechteck haben, so wie man es hier halt sieht. Da hat man halt genau so einen Block. Von da nach da,
da nach da und kann hier dann immer quasi bauen. Und so gibt es halt zigtausend Grundstücke hier, die halt alle in so einem Rechteck ausgebaut, als so ein Rechteck aufgebaut sind. So. Dann gibt es hier auch noch so eine Themengebiete, ne? Pilzbiom, natürlich auch bekannt aus, aus meinem Mindclone 2, wollte ich gerade sagen. Nee, aus Mindclone 2. Dann hier auch die Bäume. Dann haben wir hier einmal die Bäume, die aus Vanilla-Mine-Test sind, diese Dschungelbäume. Hier mit Ranken und Kakao. Nice. Dann haben wir noch eine kleine Burg. Und einen großen Kürbis. Das ist ja der Kürbis, den man auch auf meinem Server findet. Nur sieht er hier noch mal ein bisschen, also ist quasi hier noch mal überarbeitet natürlich, klar. Und auch hier sieht man wieder, Harry mag grün. Alles in grün. Schöner Teppicheffekt übrigens, ganz geil. Habe ich Harry auch schon gesagt. Ups, jetzt habe ich doch noch einen WLAN geschrieben. Egal. Kronleuchter. Ja, auf dem Server ist auch die Home-Decor-Mod mit drauf. Natürlich auch stark abgewandelt. Sprich, also hier sind sehr viele eigene Sachen auch mit. Also eingekreierte Sachen oder abgeänderte Varianten mit drauf. Aber es gibt auch solche Sachen wie halt, ja, alles was halt im Home-Decor drin ist. Solche Sachen wie Waschbecken, Toiletten und sowas halt. Gibt es ja auch alles. So, hier ist denn, ne? Der gekonnte Let's Play-Gucker kennt diese grobe Baustruktur. 1 zu 1 mein Lager. Von der Grundstruktur her. Und hier auch wieder mit dem Kran. Und hier hinten ist sogar das Haus, was es auch auf meinem Server zu sehen gibt. Das ist quasi so typisch Harry. Das ist immer sein Wohnhaus. Das baut er immer gleich. Das Haus gibt es quasi einmal hier natürlich. Einmal auf meinem Mindclone-Server. Und einmal auch auf meinem Vanilla-Server. Und auf allen drei Servern sieht das Haus genau gleich aus. Natürlich immer an die entsprechenden Bedürfnisse angepasst. Weil auf allen drei Servern sind natürlich ja, verschiedene Texturen natürlich drauf, was natürlich das Aussehen ein bisschen abändert von der Farbgestaltung her. Aber so von der Struktur ist es das Haus bei allen drei Servern das gleiche. So, hier auch wieder mit Wohngebiet. Dieser Bereich gehört. Okay. Ich habe sowieso keine Schallplatte dabei. Das Startinventar ist, naja, recht überschaubar. Man hat hier halt so ein bisschen Geld. Man kann Schutzstein platzieren, damit man direkt mit dem Bauen beginnen kann. Ansonsten sowas wie Hunger gibt es hier auch, sieht man unten. Hunger, Leben. Und vor allen Dingen das Witzige ist Schusswaffen. Eine Pistole. Ja. genau. Das ist dann hier quasi genau dieser Wohnbereich, der halt größtenteils in Sektoren eingeteilt ist. Heißt also, wie gesagt, jeder kann sich immer hier so ein Ding nehmen. Natürlich, wenn es noch unbebaut ist und Harry natürlich zustimmt, klar. Und dann quasi in so einem Bereich bauen, was er will. Das Gebäude sieht tatsächlich total futuristisch aus. Bin mal gespannt, was das werden soll. Sieht aus wie so eine, also ganz ehrlich, das sieht aus wie so eine, ja, ich sag jetzt mal, Arztpraxis aus dem Jahr 2300. Also so total futuristisch, super hygienisch, weil alles weiß und blau. Sieht wirklich aus wie so ein Krankenhaus aus dem Jahre 2300. Einfach so ein Stück Plastik mit Plastikglas, muss ja bruchfest sein. Ja. So, hier haben wir dann einmal. Naja, Nether, Lava, whatever. Tote Bäume.
Ich weiß auch gerade gar nicht, wo. Da ist ein Eingang zur Hölle. Ey, dieses Fast hier ist. Also, Physik auf dem Server ist ein bisschen tricky, weil schnell ist hier wirklich extrem schnell. Und man sieht auch, wie schnell man, wie hoch man springt. Das ist einfach abartig. Da kann man sich sehr schnell sehr viel Schaden einfangen, weil man einfach sehr schnell sehr tief fällt. So, und hier ist die Hölle. Und die Hölle ist Wiedererkennungswert over 9000. Guckt euch das an. Also, ich sagte ja schon, ne, so mit Verliebtheit in die Farbe Grün. Und wer jetzt noch daran zweifelt, na, ich glaube, der hat Weihnachten verpennt. Nein, die Hölle verpennt. Oh, da ist ein Fehler. Hier fehlt ein Dings. Da fehlt ein bisschen Lila. Na, schau mal, na, guck. Gleich mal melden. Harry, Fehler. Hier fehlt Lila. Block. Da, wo ich gerade bin. Im Portal. Muss ich mal fixen. So, wir gucken dann weiter hier. Schickes Gebäude. Ihr denn da? Hallo, ich springe. Hier bin ich. Ruhe, nicht reingehen. Okay, ich dachte, gehört ihm. Weil da fehlt eindeutig Lila. Das ist so nicht normal. Oh, da ist auch ein Gast. Auch wieder ein Monster, ein Mob. 1 zu 1 aus Mindklon. Nur halt eine andere Textur. Das sieht ja auch total futuristisch aus hier. Also ganz ehrlich, das sieht 1 zu 1 aus. So stelle ich mir ein Haus in der Hölle vor. Auch im Jahre 2300. Einfach so. Ach so, lol. Okay, da hat ein Mob Feuer gegen geschossen. Weil es gibt ja Mobs, die, wenn die Bolle Feuerbälle schießen, dann sind die halt destruktiv. Das heißt, sie zerstören an der Stelle auch ja, halt die Map. Und wenn da halt so ein Portal steht, dann ist da halt kein Portal mehr. Ja, und das sind halt sowieso diese Kindheitskrankheiten, von denen ich gesprochen habe. Wie gesagt, man merkt halt im Großen und Ganzen, das aber funktioniert. Man kann hier drauf richtig spielen. Man muss halt nur drauf aufpassen, dass wenn man jetzt sagt, okay, ich mache jetzt hier direkt eine Session 48 Stunden lang durchspielen, dass man dann durchaus auch mal ein, zwei Serverausfälle miterlebt. Es ist jetzt wie gesagt nicht alltäglich, aber es konnte halt durchaus mal vorkommen. Ist also kein großes Ding. Deswegen bin ich auch am Überlegen, ob ich hier auch wirklich ein, beziehungsweise ich bin nicht am Überlegen, sondern es steht bereits fest. Ich werde hier drauf auch mal ein richtiges Let's Play starten. Oh, Alter, diese Physik. Guck mal, guck. Im Wasser ist es am schlimmsten. Guck mal jetzt hier im Wasser. Achso, hier ist Eis drin. Hier ist Eis drin, ne? Man stirbt einfach. Alleine beim Springen. So, jetzt guck mal hier im Wasser. Okay, gut. Da ist es doch nicht so schlimm. Weil wenn man das Fast-Privileg hat, weil ich als Walker, als Administrator habe ja Fast-Privileg, und da bist du im Wasser so schnell, wenn du im Wasser bist und mit Speed hochgehst, ohne Scheiß, du fliegst abartig weit. Locker vom Wasser auf den Turm, kein Problem. Und ich schwöre, das ist nicht übertrieben, es ist wirklich so. Man springt einfach unglaublich weit raus.
Und ja, wie gesagt, man hat ja gerade gesehen, wenn man hier so rumläuft und dann so springt und da dann eine Kuhle ist, bam, gleich mal 4 Herzen weg. Das heißt, man muss hier echt mit Speed aufpassen. Und ja, das ist halt gewöhnungsbedürftig auf jeden Fall, weil Leute wie ich, die spielen halt immer mit Speed-Taste und wenn man dann gewohnt ist, ja, wenn ich jetzt Speed-Taste drücke, bin ich halt ein bisschen schneller. Und hier hast du auf einmal Nitro, ist so ein bisschen Unterschied. So, ansonsten habt ihr ja gerade auch wahrscheinlich gelesen, wie gesagt, der Server ist komplett Work in Progress, also dieses so geliebte VIP. Also nicht mit V, sondern mit W vorne geschrieben. Deswegen, wenn jemand Ahnung von Lua-Programmierung hat oder allgemein so Grafiken oder sowas, aber hauptsächlich halt so Programmierung, kann er sich hier gerne bei Hayri melden. Weil, wie man sieht, es ist halt noch ein bisschen was zu tun. Erstens möchte er noch bestimmte Features drin haben. Zum Beispiel kennt man direkt aus Minecraft sowas wie so ein Enhancement Table. Oder Enchantment Table, keine Ahnung. Ich bin ja kein Minecraft-Spieler, aber ich glaube Enchantment Table heißt das Ding. Und ja, sowas möchte er hier halt auch drin haben, dass man halt Waffen und so besonderen Fähigkeiten geben kann. Dann soll es noch solche Sachen geben wie Tränke, dass man halt noch solche, ja, dass man halt fliegen kann oder schneller sich bewegen kann, also noch schneller sich bewegen kann. Ich werde sterben. Und solche Sachen halt. Und deswegen, also, ne, wenn jemand ein bisschen Lust hat zu programmieren, und ich sag jetzt mal, ja, man muss jetzt nicht unbedingt Erfahrung in Mindtest haben, es ist von Vorteil, aber an sich, Lua ist Lua. Also wenn man Lua programmieren kann, dann kommt man auch mit Mindtest relativ schnell als Mod-Programmierung klar. Von daher. Ja, gerne. Ansonsten auch Leute, die nicht programmieren können, sondern einfach nur spielen können. Der Server ist noch lange nicht fertig. Aber man kann durchaus schon mal hier so ein paar Stunden Spielspaß verbringen. Das auf jeden Fall erstmal dazu. Jetzt ist es doch eine gesamte Folge geworden. Egal, ich werde den Tropfen unter dem Namen Mein Klon raushauen, damit meine Nummerierung hinhaut. Ja. Na gut. Das auf jeden Fall erstmal soweit zu dem Server. Ich weiß gar nicht, gibt es hier den Spawn-Befehl? Ja, sehr schön. So. Und das heißt, wir werden, wie gesagt, auf dem Server auch irgendwann mal ein richtiges Let's Play machen. Als normaler Spieler. Deswegen, Harry, wenn du das Video siehst, bitte gib mir keine Sonderrechte. Das Konto soll ganz normal als normaler Spielerkonto bleiben. Ja. Von daher. Aber wie gesagt, das frühestens dann, wenn der Server wirklich als so vollständig gilt, dass es auch wirklich Sinn macht, ein lang angelegtes Let's Play zu machen. Weil es bringt nicht, wenn wir jetzt hier ein Let's Play anfangen und sich dann innerhalb des Let's Plays andauernd was ändert. Das macht nur das Let's Play an sich unnötig kompliziert. Deswegen jetzt erstmal hier so ein kleines Vorstellungsvideo. Wie gesagt, wer Bock hat, kann hier gerne schon drauf spielen. Wer programmieren kann, kann auch gerne hier beim Programmieren helfen. Wer bauen kann, kann ja auch gerne was beim Bauen helfen. Da ist Harry auch immer sehr offen. Jo, von daher soll es das gewesen sein. Können wir hier nochmal gucken, hier wegen der IP. Das ist jetzt wie gesagt die aktuelle IP, aber ich befürchte halt, bis dieses Video rauskommt, hat sich die IP garantiert geändert. Ist halt beim Privatpersonenhaushalt so. Da hat man keine feste IP, sondern bekommt die halt vom Provider zugewiesen, die sich ab und zu mal ändern kann. Deswegen, im idealen Fall steht der halt in der Liste drin, dann halt deutscher Halloween-Server. Und wenn nicht, dann halt, weiß nicht, ein paar Stunden warten, zur Not mal einen Tag warten und gucken, ob er denn wieder in der Liste drin ist. Ja. Genau. Das soll es dann gewesen sein. Dann würde ich mal sagen, Schorm mit V. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder zu Hexen. Also, ja, zu Hexen-Let's Play. Und dann weiß ich nicht, ob wir nächste Woche wieder Vanilla-Server aufnehmen oder Etherwheel bzw. Carpet, dann weiß ich noch nicht. Mal gucken, wann denn, wenn es weit ist. Auf jeden Fall erstmal für diese Woche. Ciao mit V.